hier nun eine zugegebenermaßen minimalistische Geräteanordnung, die sich aber bestens dafür eignet, verschiedene Füllvarianten gezielt zu trainieren. Die Grundvoraussetzung für die beiden folgenden Füllvarianten ist, dass der Hund das Außenkommando sicher annimmt, da der Hundeführer einen Schritt vor dem Hund sein muss, um diesem die ideale Lauflinie überhaupt ermöglichen zu können. Beginnen wir nun also mit dem belgischen Wechsel. Nachdem der Hund außen hinter die Hürde geschickt worden ist, läuft der Hundeführer parallel zur Hürde nach hinten, um den Hund den direkten Weg zum Tunnel freizumachen. Bei der Drehphase des Belgiers ist bei dieser Geräteanordnung darauf zu achten, dass der Hundeführer möglichst auf der gedachten, parallel zur Hürde verlaufenden Linie bleibt, damit er den Hund nicht über die Verleitungshürde drückt. Der Vorteil des belgischen Wechsels liegt ganz klar in der Kontrolle des Hundes. Beispielsweise bietet die Drehung die Möglichkeit, den Hund für den weiteren Parcoursverlauf auszustellen. Durch die Arbeit mit der Körperfront nimmt der Hund sich vom Tempo selbst zurück, was je nach Parcours ein Vorteil, aber eben auch ein Nachteil sein kann, nämlich dann, wenn der Hund zu stark abbremst. Ein weiterer Nachteil ergibt sich aus den Bewegungsabläufen des Hundeführers. Eine Drehung dauert meistens länger als geradeaus zu laufen, sodass der Hundeführer hier in den meisten Fällen wieder Meter auf den Hund verliert. Kommen wir nun zum französischen Wechsel. Wie beim belgischen Wechsel gilt es, den Weg in den Tunnel frei zu machen. Aber noch wichtiger ist der Schulterblick. Auf das perfekte Timing kommt es an. Passt der Wechsel vom Timing nicht, fällt die Stange oder der Hund umläuft die Hürde. Der französische Wechsel ist wohl mit die risikoreichste Variante, da der Hund für einen kurzen Moment nicht im Blickfeld des Hundeführers ist. Daher ist das Timing bei dieser Führvariante noch wichtiger als beispielsweise dem belgischen Wechsel, wo man Fehler meistens noch irgendwie ausgebügelt bekommt. Eine gute Feinabstimmung mit dem Hund ist daher unerlässlich und deshalb sollte man diesen Wechsel gezielt und verstärkt üben. Gerade auch, da die Hunde durch den Rücken ihr Tempo kaum verringern, sondern im Gegenteil meistens noch an Tempo zulegen. Kommen wir nun zu der Außen-Weg-Variante. Hier bietet es sich, anders als bei den beiden Füllvarianten zuvor an, den Hund mehr beim Außen zu begleiten, da es nicht nötig ist, vor dem Hund zu sein. Mit einer eindeutigen Körpersprache kann der Hund nun ruhig in den Tunnel geführt werden. Nachteil dieser Variante ist, dass sich der Hundeführer hinter dem Hund befindet und so je nach Verlauf des Parcours wertvolle Meter verliert. Als weitere Füllvariante bietet sich der Remo an. Beim Remo wird auf das Außenkommando komplett verzichtet, da der Hundeführer zusammen mit dem Hund auf die hintere Seite der Hürde läuft. Hier in unserem Beispiel wird, sobald Hund und Hundeführer auf der richtigen Seite der Hürde sind, ein belgischer Wechsel platziert und der Hund vor in den Tunnel geschickt. Der Remo bietet, wenn er gut ausgeführt wird, hier ist auch wieder ein hohes Maß an Timing gefragt, dem Hundeführer ein gutes Handling der Außenhürde. Es kommt auf das richtige Zusammenspiel von an der Hand mitnehmen und dem Aufdrehen vor der Hürde an. Wichtig hierbei ist der Umstand, ob der Hundeführer aus seiner Position heraus in der Lage ist, zusammen mit dem Hund ohne Zeitverlust hinter die Hürde zu laufen. Gelingt dies, hat der Hundeführer beispielsweise wie in unserer Anordnung gut Meter auf den Hund gut gemacht und ist eventuell im weiteren Parcoursverlauf im Vorteil. Soweit die Führvarianten um den rechten Ausleger. Jetzt schauen wir uns noch zwei Varianten um den linken Ausleger an. Zuerst das Rum. Hierbei ist es sinnvoll, den Hund schon in Richtung des linken Auslegers abzusetzen. Dann gilt es, den Hund sauber an der Hand mitzunehmen und ihn gut auf das Rum vorzubereiten. Im Vergleich zu der nächsten Variante kann sich der Hundeführer so schon frühzeitig absetzen. Die Wendung in dieser Geräteanordnung ist für den Hund besonders schwer, da es sich um eine 360-Grad-Wendung handelt, was für den Hund bedeutet, dass er sich komplett um sich selbst drehen muss, um in der richtigen Richtung zu landen. Das Erlernen dieser Sprungtechnik ist wichtig, um die Belastung der Gelenke zu verringern. Und ich muss sagen, also mit Pferdesprungtechnik bin ich soweit sehr zufrieden, da sie ja gerade auch mehrere Problemchen damit hatte, aber es wird. Dann kommen wir zur nächsten und letzten Variante, dem Mitdrehen.
Der Hund wird wie gehabt abgesetzt und an der Hand zum Ausleger begleitet. Anders als beim Rum bleibt der Hundeführer nun aber am Hund dran und dreht sich komplett mit. So besteht die Möglichkeit, dem Hund durch leichte Stellen bei der schwierigen Wendung zu helfen. Die Suche nach der optimalen und besten Variante interessiert jeden Agility-Sportler. Auf großen Veranstaltungen wie beispielsweise der WM kommt es bekanntermaßen auf Hundertstel an und die hat man schnell mal da oder dort liegen gelassen. Umso wichtiger wird eben die Frage, wie will ich es führen? Gibt es überhaupt den einen optimalen Laufweg? Ja, ich würde sagen, durchaus. Den gibt es, aber er ist individuell und kaum allgemeingültig. Es hängt vom Parcoursverlauf, von der Ausbildung meines Hundes, meinem Können als Hundeführer, der Tagesform und vielen weiteren Faktoren ab. Daher ist es wichtig, alles zu trainieren, um alles im Parcours abfragen zu können. Wer weiß, wann man es mal gebrauchen kann. Es schadet natürlich nie, sich ab und an mal die Stoppuhr zu nehmen und mal verschiedene Führvarianten zu stoppen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was schneller ist. Da gibt es dann schon die ein oder andere Überraschung. Aber was man trotz alledem nicht vergessen sollte, ist, dass nicht immer der schnellere Weg der bessere ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Trainieren!